Die Tage auf diesem Hof vergingen wie im Flug. An der Seite meiner Gastgeber scheint das Glück zum Greifen nahe. Sicher, seit dem plötzlichen Verschwinden der Eigentümerin ist die Lage nicht gerade rosig und ein finsteres Geheimnis scheint auf dem Hof zu lasten. Aber die Entschlossenheit dieser Menschen haucht ihrem Gestüt am Ende der Welt Leben ein und ich bin überglücklich, dieses einfache Dasein für eine Weile mit ihnen teilen zu dürfen. Übrigens sollte schon bald eine frohe Botschaft dieses Glück verdoppeln. Kapitel 1. Ein glücklicher Zufall. Montag, September 2007. Denk daran, Flora ist in ihrem Büro. Auf der Suche zwischen 7 und 12 und nach 15 Uhr ist sie dort anzutreffen. Das Fohlen wird bald zur Welt kommen. Oh mein Gott, neue Aufgabe. Flora ist in ihrem Büro auf der Suche. Sie ist dort zwischen 7 und 12 und wird dann ab 15 und dann wieder ab 15 Uhr. Ich würde mir das schlecht machen, also. Hier stehen sie alle. Also alle mal reden. Nein, die wollen nicht mit mir reden. Hallo Carol. Hallo Emma. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass du hier bleibst. Du bist uns und dem Gestüt eine große Hilfe. Ich finde dich echt super nett und mit deiner zupackenden Art hat sich die Stimmung hier sehr gebessert. Danke, Carol. Aber weißt du, ich verdiene deine Lobeshymnen gar nicht. Ich tue nur, was ich kann, das ist alles. Genau wie du. Was hat dich eigentlich hergeführt? Ach, weißt du, die Umstände meines Hierseins könnte man fast unter dem Stichwort wunderbares Märchen verbuchen. Ich bin mit Flora und Miguel hergekommen. Mit ihnen zusammen hatte ich die Akademie von Darthmoor besucht. Dort haben wir uns angefreundet und als sie beschlossen, das hier anzugehen, fragten sie, ob ich nicht mitkommen wolle. Die beiden sind wirklich bewundernswert. Oh Gott, wie ich unsere ersten gemeinsamen Jahre doch vermisse, als Marie hier war und keine Sorge uns quälte. Was waren wir doch für ein tolles Team. Sprich nicht zu. Ihr seid immer noch beisammen. Okay, Marie ist verschwunden und sie fehlt euch sehr. Aber wir werden dieses Geheimnis schon aufklären. Wir müssen. Siehst du, das meine ich. Im Gegensatz zu uns packst du zu. Ja, mit deiner Hilfe bin ich sicher, dass wir sie wiederfinden werden und unseren Traum wahrmachen können. Na siehst du, so ist's gut. Man muss positiv denken. Aber sag mal, was ist das für ein Traum? Oh, Emma, es tut mir leid, aber ich muss jetzt zu den Pferden. Ich erkläre dir das ein andermal. Gut, Carol. Ich warte, ganz geduldig. Bis dann. Ja, das ist es halt, also sie tun alle irgendwie noch so ein bisschen heimlich, also sie, wenn man dann sie auf irgendwas anspricht, tun sie dann so, sorry, ich muss jetzt schnell weg, ja. Hi Miguel, hättest du jetzt ein bisschen Zeit für mich? Ah, du kommst gerade recht, Emma. Ich bin in diesem Augenblick fertig geworden. Was hast du gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Dann passt's ja, ich lausche. Ich sagte ja, dass ich über John Marie kennengelernt habe. Als ich John von unserem Vorhaben berichtete, hat er mich sogleich an sie verwiesen. Aber woher kannten sie sich? Provence und Kanada liegen nicht gerade um die Ecke. Oh, auch das ist simpel. Marie hatte bei ihm ein Praktikum gemacht. Sie wollte seine Technik im Umgang mit Pferden kennenlernen, um sie auf dem Gestüt anzuwenden. Die beiden haben sich gut verstanden und sind in Kontakt geblieben. Aus diesem Grund hat Marie ihm auch erzählt, dass sie Leute für ihr Gestüt sucht. Danach ging alles ganz schnell. Marie und wir lagen auf der gleichen Wellenlänge. Also hat sie uns alle vier eingestellt. Raphael war nämlich zwischenzeitlich zu uns gestoßen. Und wie lange ist das her? Seit 5 Jahren arbeiten wir jetzt in BDU, umgeben von Natur und Pferden. 4 davon waren glücklich. Und dann kam es, oder besser, dann kam er. Wer denn? Der Bürgermeister natürlich. Seine Wahl wurde begleitet von einer Unzahl irrwitziger Verordnungen. Von da an begannen sich dunkle Wolken am Himmel über diesem Land zusammenzuziehen, bis Marie schließlich verschwand. Und seither versucht der Bürgermeister mit einer unverhohlenen Besessenheit, unser Land in die Hände zu bekommen. Vielleicht weiß der Bürgermeister ja etwas über Marie, oder? Pass bloß auf, Emma. Der Kerl ist gefährlich. Im Moment können wir uns nur gegen ihn wehren, indem wir versuchen, unsere Steuerschuld zu begleichen. Dadurch hat der Bürgermeister weniger gegen uns in der Hand. Okay, Miguel. Also dann zurück an die Arbeit. Ich würde trotzdem immer sehr interessant, halt dann mehr zu erfahren, weil
Einerseits halt auch in der Vorgeschichte, wie die halt dazu kam. Vor allem mit ihr kann ich immer noch nicht reden. Und ist entweder ist meine linke rechte Maustaste kaputt oder. Ich weiß nicht, weil die reagiert hier nämlich nicht. Gut. Jetzt vielleicht was für mich? Ah, Emma, ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe eine gute Neuigkeit. Die Stute wird heute Abend sicherlich fohlen. Ah, das ist wirklich eine gute Nachricht. Du siehst nachdenklich aus. Ist alles in Ordnung? Alles okay, wirklich. Ich bin nur ein bisschen nervös. Ich hoffe, ich schaffe das. Mach dir mal keine Sorgen, hallo. Beruhige dich. Ich bin sicher, dass alles gut gehen wird. Ich auch. Ich werde mein Bestes geben, Flora. In Wahrheit bin ich traurig, dass ich euch danach verlassen muss. Ich fühle mich hier so wohl. Du wirst dir eine Existenz in Paris aufbauen, Emma, und eine große Tierärztin werden, da bin ich sicher. Und außerdem stehen dir die Pforten des Gestüts immer offen. Danke, Flora. Aber jetzt muss ich eine Geburt vorbereiten. Damit alles gut läuft, brauche ich ein paar Dinge. Ich werde eine Liste zusammenstellen, damit ich nichts vergesse. Alles, was du brauchst, findest du auf dem Gestüt oder im Dorf. Und zögere nicht, die Einheimischen um Hilfe zu bitten. Ich schätze, dass sie vor Mitternacht fohlt. Versuche vorher da zu sein. Wir warten in der Box. Du sollst mit Raphael sprechen. Er könnte dir helfen. Dieser Gegenstand ist in deinem Inventar abgelegt. Du kannst das Inventar mit der Taste 3 abrufen. Hier kannst du verschiedene Gegenstände betrachten, die du besitzt. Wenn du auf eines davon klickst, siehst du es vergrößert. Das kann nützlich sein. Also brauchen ein Schwamm, Desinfektionsmittel, eine Schere und frisches Stroh. Okay, Desinfektionsmittel, vermutlich muss ich in der Dings kaufen. Oder ist vielleicht in dem Schrank. Ich weiß es nicht. Erstmal zu Raphael. Hallo, Raphael. Rede mit mir. Ja. Nee. Du suchst einen Schwamm? Du findest ihn sicher im Innenhof des Gestüts. Du suchst einen. Ja, okay. Ach, den habe ich schon längst gesehen. Das war ich hier. Ins Dorf gehen. Dort bekommt man vieles. So abgeschieden ist es hier nicht. Okay, ich soll jetzt also ins Dorf reiten. Wo geht's ins Dorf? Ins Dorf. Warte mal, erstmal, was hast du? 2? Ich glaube, ich muss eigentlich auf die Felder. Ne? Ich kriege langsam kalte Füße. Immer. Nein, stopp, stopp. Ich bin sehr getrübt halten. Stopp. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, bin ich hier schon mal froh. Ich weiß zwar nicht, wo die Hühner herkommen, aber egal.
Ja, streiten können. Machen wir doch gleich hier unten lang. Und schicken nur etwas. Stopp. Ich will auf das Bildchen gucken. Komm, lauf. Komm. Ich habe das Gefühl, dass die. Ja, dass die Wege wieder zusammenführen. Oder? Oh, ich will mich nicht drehen. Anscheinend die Häuschen ist das Dorf hier. Also hier sind einfach große Steine drin. Okay. Dorfeingang. Hier waren wir auch das letzte Mal an der Busstation. Was ist jetzt meine Aufgabe?